So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragons Aufstieg vom Berg. Es gibt hier immer noch ein Event. Einzigartiger Stachelanführer. Das ist der letzte Tag. So, jetzt sammeln wir mal unsere Ressourcen ein. Hier, die Drachen, die chillen hier schon die ganze Zeit wieder. So. Jetzt hat dieser Teil der Insel. Da der Teil. Und am letzten Let's Play habe ich eine Flotte gemacht. Aber ich habe die nicht geschafft. Ich muss vielleicht mal einen Drachen pimpen. Wo ich. Wo ich immer einen Kampf mitnehme. So, hier. Der grüne Tod braucht noch 5 Stunden und 28 Minuten. Unser Immerflügler ist fertig. So, da hat der Immerflügler uns einen Platt mitgebracht, einsammeln. Und können ihn für 12 Stunden nochmal losschicken. Jetzt schauen wir, was unser Fleischklops mitgebracht hat. Ja, ich hätte gerne das Zahnrad bekommen, aber naja. Ah, das Ei, das habe ich glaube ich schon. Ja, das habe ich schon. Das ist der flüsternde Tod. Den lasse ich mal frei für 200 Fisch. Ah, da habe ich aus Versehen das Ei eingesammelt. Und ich habe Neuigkeiten für die Sammlung. Ich brauche nur noch eine Muschel, dann habe ich die brüllende Todsammlung abgeschlossen. So, in der Akademie ist nur noch der leuchtende Fluch, der braucht noch insgesamt 3 Stunden und einen Drache kann ich noch pimpen. Jetzt pimpen wir erstmal unsere Drachen auf. Hier habe ich den Gronkel auf 46 gepimpt. Bin ich dann auch gleich auf 48. Kann ihn für 5 Stunden und 15 Minuten nochmal ins Training schicken. Werde ich auch machen. So. Und jetzt hier. Der Holzklau. Habe ich auf 43 gepinnt. Pimp ich auf 55, 45. Hier. Der Donnerpolter. Auf 31 gepinnt. Pimp ich auf 33. Hier der Holzklau, der brutale Holzklau, den habe ich auf 28 gepimpt, den pimpe ich weiter auf 30. Und wie ihr seht, habe ich schon erwähnt, habe ich den leuchtenden Fluch gepimpt. Ich pimpe ihn gerade auf 25. Und mir ist klar, der. Den habe ich auf Berg platziert, weil ich will den weiter pimpen. So, jetzt hat in der Akademie sind 2 Drachen drinne. So, jetzt kann ich den Onatan checken. Was hat der für uns mitgebracht? 150 Holz. Nehmen wir mit. Nein, danke. Und Johann, der hat nichts mehr für uns, nur für Ruhm. Da kann er sein Stuff behalten. So. Was geht jetzt? Was geht der jetzt? Ihr wisst, es ist hier noch ein Event am Start. Auf fast 6 Stunden 45 Minuten. Und ich suche jetzt einfach mal den Stachelanführer. Bitte bring mir Glück, dass ich vielleicht das Drachenei bekomme. Das ist jetzt die letzte Chance für mich. Sonst, dann ist es halt so. So, und ich habe in der Kommentare gelesen,
Da war ein Kommentar, wie viele Drachen hast du? Also, ich habe auf Berg maximal 30 von 30 Drachen und im Hangar habe ich 8. Ich habe 38 Drachen insgesamt. Aber das wird sich nach der Zeit noch ein bisschen ändern. So, was kann man noch machen? Grüner Tod braucht noch. Wir gehen in die Keilerei. Da haben wir ein 3-Stunden-Paket. Das öffnen wir jetzt mal. Viermal der flüsternde Tod, viermal der wahnsinnige Zipper und ein 8-Stunden-Paket. Siebenmal der wahnsinnige Zipper, sechsmal der flüsternde Tod, sechsmal der Rauch verschwindende Qualm, sechsmal der Kronkel, sechsmal der Sturmschneid, dreimal der Donner. Trommler, den habe ich auch noch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wer alles den Donnertrommler schon hat. Und das war's. Zu Valka kann ich eigentlich auch noch jemand schicken oder ich spare für Wikinger zu bauen. Dann kann ich will nämlich meine 1000 Wikinger haben und ich brauche glaube ich 850 oder 860 Wikinger, dann kann ich die Akademie aufleveln. So, jetzt greife ich den leuchtenden Fluch an. So, wie agieren wir jetzt? Oh, der hat gesessen. Jetzt ist er nochmal dran. Aber jetzt wir in der Reihe. Wir greifen den flüsternden Tod an. Jetzt hat den riesenhaften Albtraum. Oh. Man sieht, der Dreifachstachel ist gleich schon weg. Ja, weg. Aber jetzt können wir agieren. Wir agieren erstmal mit einer brutalen Spezialattacke. Klatschen den auch noch weg. Und den auch noch weg. So, jetzt brauchen wir noch einen Kampf, um an das Häuptlingspaket zu kommen. Ein 3-Stunden-Paket. Schreibt mir mal alle in die Kommentare, wer den Stachelanführer und den Stachel und den schnellen Stachel bekommen hat oder schon hat. Das würde mich mal gerne interessieren, wer den schon alles hat. So, auf welchen Gegner warten wir? Der flüsternde Tod, der Nada und der Donnertrommler. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es der Gradnada. So, und wir gehen auch nochmal durch, welche Drachen ich noch nicht habe, welche Drachen wir also noch fehlen. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Drachen euch noch fehlen. Das geht gar nicht gut. Oh ne. Ich wollte eigentlich mit der die Spezialattacke machen, weil die so richtig krumpelt. Aber
Ich muss es anders da machen. Jetzt ist die Dreifachstachel schon weg. Oh, den ersten killen wir schon. Den zweiten, naja, nicht ganz. Haben wir noch einen gegnerischen Drachen am Start, der uns aber auch nicht mehr gefährlich sein kann. So, gleich können wir nochmal mit einer Spezialattacke raus. Hämmern. Oder ja, nein. Ja, so klappt es vielleicht auch. Ja, wir haben gewonnen. Was für ein bitte ein 8 oder 12 Stunden Paket plus 37 Pokale. Ein 3 Stunden. Naja, man kann es ja nicht ändern. So, jetzt können wir unser Häuptlingspaket öffnen. 17 mal den Funkelhüster, 16 mal den Rauchverschwendequallen. So, haben wir alle Drachen losgeschickt. Ja. So, und ich würde jetzt mal gerne von euch wissen, für was soll ich meine Odinsmützen sammeln? Für einen Drache, für ein Goldpaket, Klassischpaket, für ein Marktpaket, wo sechs heroische Drachen drin ist im Inneren, oder für das Marktpaket drei Champion-Drachen im Inneren. Schreibt es mir in die Kommentare, für was ich sparen soll. Also ich habe mir schon überlegt, für das Goldpaket oder das klassische Paket zu sammeln. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Pakete ich von diesen zwei wir holen soll. Und für was ich sparen soll. So. Und jetzt habe ich eine Neuigkeit. Ich würde extra für euch mir eine Google Play Karte kaufen und mir ein Starter Paket kaufen. Das ist 80% reduziert, von 40,99 auf 9,99 reduziert. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mir dieses Starter Paket kaufen soll. Für Geld. So. Das war's eigentlich für heute. Wem das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Fleischklops können wir nochmal neu losschicken. Also. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert mich, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Das war's. Bis dann. Tschüss.